Wir wollen uns jetzt Latent Semantic Indexing auf echten Daten anschauen. Dazu nehmen wir den Simpsons-Wiki-Datensatz, den Sie auch in der Übung verwenden. Wir führen jetzt halt eine sogenannte Truncated Singular Value Decomposition durch. Das bedeutet, dass wir nur die ersten k-Komponenten berechnen. Denn es geht deutlich schneller, als wenn Sie alle berechnen. Wenn Sie bedenken, wir haben hier mehrere tausend Dokumente, wir haben zehntausende an Worten, dann gibt es halt natürlich auch entsprechend viele Komponenten. Die innere Matrix bei der Singulärwertzerlegung ist dann zu groß. Und wenn wir die kubische Laufzeit haben, dann ist das doch merkbar langsam. Sie können es mal ausprobieren. Ich habe es irgendwann abgebrochen. Die Truncated Singular Value Decomposition läuft deutlich schneller ab. Und damit bekommen wir schnell interessante Ergebnisse, mit denen wir etwas besser verstehen können, was diese Methode macht, dass sie funktioniert, vielleicht auch ein bisschen ein Gespür bekommen, wie sie funktioniert, aber auch, was das große Problem bei dieser Methode ist. Wir schauen uns jetzt einmal die erste Komponente an. Dieser erste Faktor, in dem können wir die Worte mit den höchsten positiven Werten herausnehmen. Das sind auf diesem Datensatz Worte wie Homer, Simpson, Bart, Lisa, Marge, Couch, Springfield, Family. Es ist sehr leicht zu erkennen, dass das durchaus sinnvolle Worte sind, wo davon auszugehen ist, dass die wirklich für diesen Korpus eine hohe Bedeutung haben. Das weiß auf den TF-IDF-Vektoren, aber obwohl hier diese IDF-Gewichtung reinkommt, werden immer noch diese Worte als wichtig identifiziert. Die Worte mit dem geringsten Einfluss, mit Werten nahe an 0, sind hier Worte wie Bébé, Mignon, Lili, Jean-Paul, Dilune, Sita, Boeuf. Sie merken, hier sind sehr viele fremdsprachige Wörter reingekommen, die in diesem Wiki offenbar sehr selten vorkommen, aber noch überhalb dem von dem gewählten Min Document Frequency Schwellwert liegen. Wenn wir jetzt den Artikel mit dem höchsten Wert in dieser Komponente betrachten, dann ist es der Artikel über Homer Simpson selbst. Der Artikel mit dem geringsten Wert ist Leo G. Clark. Dieser Artikel besteht eigentlich nur aus dem Satz: Leo G. Clark ist Operator and Inventor of Truckersaurus. Das ist also ein Artikel, der sehr, muss man sagen, kurz ist zum einen, aber der auch wenige Worte enthält, die einen großen Einfluss haben. Also auch Truckersaurus wird jetzt nicht ständig in Simpsons vorkommen und es ist eigentlich kein typisches Wort hier enthalten. Das ist also in dem Sinne der annormalste Artikel wahrscheinlich in diesem Korpus, während Homer Simpson der normalste Artikel ist. Und das ist typisch für die erste Komponente von LSI, dass wir also zum einen häufige Worte gegen ja seltene Worte darin wiederfinden und eben lange und zentrale Artikel gegenüber kurze Artikel. Die reine Länge des Artikels ist durch TF-IDF eigentlich bereits eliminiert, aber über die Anzahl der Worte und derartiger Effekte kommt es immer noch mit hinein in diesen Faktor. Für eine ja, Themenanalyse ist dieser erste Faktor dann meistens nicht so gut geeignet, weil es eigentlich so einen Gesamtdurchschnitt des Dokumentenkorpus widerspiegelt. Das ist aber nicht immer so. Wenn wir ein stark dominierendes Thema haben, dann wird das natürlich hier zu einem großen Teil auch in diesem ersten Faktor liegen und das ist halt auch dann schwierig. Der zweite Faktor, den können wir schon wesentlich genauer ja, identifizieren und analysieren. Das sind die häufigsten Worte Couch, Gag, Simpson, Maggie, Plot, Appearance, Character, Season. Während die negativen Worte dabei, das sind jetzt also wirklich welche, die auch einen echt negativen Wert in dem entsprechenden Vektor haben, die also von der Bedeutung her ja, ein Indiz dafür sind, dass es sich nicht um diese Art von Artikeln handelt, sind Springfield, Song, History, School, Sunburn, Mr. One Also. Der ja, wichtigste Artikel hier ist der Rotoscoped Couch Gag. Ist ein Couch Gag of Season 27. Das ist eigentlich relativ typisch bereits der Titel, auch für die oben genannten Worte. Und der unähnlichste Artikel ist der Artikel über Bart Simpson selbst. Hier werden jetzt diese unähnlichen Artikel meistens nicht sehr gut interpretierbar sein. Das werden meistens entsprechend große Artikel sein, die dennoch, sage ich, nichts besonders mit dem Thema zu tun haben.
Die Artikel hier in diesem Faktor sind eindeutig diese Couch-Gag-Artikel, was sich eben auch in diesen zwei häufigsten Worten widerspiegelt und auch eben etwas, ja, kollidiert, sage ich mal, mit den anderen Worten, weil eben diese Couch-Gags, wie der Name schon sagt, zu Hause spielen und deswegen nicht in anderen Orten in Springfield, nicht mehr in Salida sind, nicht in der Schule enthalten, nicht Mr. Burn enthalten und derartiges. Ähnliches können wir jetzt halt auch die anderen Faktoren, ja, ähnlich können wir auch die anderen Faktoren interpretieren. Der dritte Faktor sind nämlich jetzt genau solche Lieder. Songs on Lyric Played, Homer Performed, Love Lisa. Und auch hier sehen wir, haben wir sehr ähnliche negative Worte. Springfield ist eben ein häufiges Wort, das hier auch nicht besonders dazugehört. Der Top-Artikel ist diesmal ein sehr kurzer. Amor is a song sung by Homer. Und wir haben bei Least-Artikel wieder diesen gleichen Effekt, Bart Simpson. Dieser Faktor sind also relativ deutlich Artikel über Lieder in den Simpsons. Das ist ja auch ein wiederkehrendes Thema. Der vierte Faktor ist auch interessant. Wir haben hier Top-Worte American Actor, Episode, Born, Guest, Character, Known, Appeared. Und hier geht es eben genau um ja, Gäste, die und ja, Charaktere, die echte Personen widerspiegeln und eben diese Guest Appearances beschreiben. Und dementsprechend sind die negativen Worte jetzt die echten Charaktere Homer, Marge, Bart, Lisa. Der Top-Artikel Nick Bakay ist genauso ein Gast und Life on the Fast Lane als negativer Artikel ist eine eigentliche Episode. Das können wir also interpretieren als Gastauftritte. Der fünfte Faktor, da geht es jetzt um Themen rund um die Schule. Springfield School, History, Elementary, Student, Laughter, Seen, Behind. Dieses Laughter Behind ist ein ja, wiederkehrende Überschrift in dieser Art von Artikeln. Behind the Laughter heißen die immer. Und negative Worte in diesem Fall sind jetzt halt Episode, Get Show, Homer Season, Tell, Go, Try, Take. Da kommt man jetzt noch ein paar Stoppworte mit rein, wie man ganz gut sehen kann. Der Top-Artikel Mr. Hippie ist ein wiederkehrender Lehrer, kein besonders wichtiger Charakter, aber einer, der eben sehr pur in dieses Thema der Schule reinpasst. Least-Artikel ist mal wieder eine Episode. Der sechste Faktor, da geht es jetzt um die Arbeit von Homer Simpson. Da haben wir Mr. Charles Burns, Montgomery Plant, Nuclear Power Plant, eben genau die Arbeit von Homer. Und es gibt eben viele Episoden, die dann beispielsweise hauptsächlich in der Arbeit von Homer spielen und andere, die eben hauptsächlich in der Schule spielen. Meistens eben nicht beides und dementsprechend ist eben also School, Bart, Lisa, Elementary sind Worte, die untypisch sind für solche Artikel. Robot Workers ist ein Artikel, der genau mit der Arbeit zu tun hat, während der Least-Artikel Brown-Haired Girl ein ja, Nebencharakter aus der Schule ist. Also soweit sind diese Faktoren alle sehr schön konsistent. Wir können uns jetzt noch etwas die Zahlen anschauen und da sieht man bereits, dass das schon wieder schwieriger wird, hier diese noch sinnvoll zu interpretieren. Wir haben viele negative Werte drinnen. Wir haben eben genau keine Wahrscheinlichkeiten. Wir haben also Werte von minus 0,18. Aber was bedeutet das jetzt, wenn Bart Simpsons einen Wert von minus 0,18 im Thema 2 hat, im Faktor 2 hat? Wir sehen eine gewisse Korrelation zwischen der Dokumentlänge und diesem ersten Faktor. Aber es gibt auch Ausnahmen, wie hier dieser Rotoscoped Couch Gag. Der enthält dann doch relativ typische Worte. Er besteht vorwiegend aus typischen Worten und deswegen enthält er hier einen hohen Wert. Man kann einzelne hohe Werte in dieser Matrix beobachten. So sehen wir eben den Couch Gag und das Topic 2 mit 0,7 einen sehr hohen Wert. Wir sehen mit Nick Bakay und Topic Nummer 4 einen sehr hohen Wert, 0,35. Das ist eben genau das Thema der Gastauftritte. Thema F5, also Faktor 5 war jetzt hat, die Schule. Da haben wir eben bei Mr. Hippie einen entsprechenden Wert. Und eben bei Faktor 6 die Robot Workers. Auch hier habe ich noch ein paar Kleinigkeiten mit reingenommen. Ich habe hier mehr Faktoren. Wir haben uns gerade nur die ersten 6 angeschaut. Die nächsten 7, 8, 9 waren auch nicht ganz so leicht zu interpretieren. Der 10. geht wieder etwas besser. Und zwar ist es die Bouvier Family. Da haben wir auch hier wieder entsprechend einen hohen Wert. Aber wir möchten eigentlich diese Sache noch besser interpretieren können.
Diese negativen Werte insbesondere sind jetzt nicht so semantisch stark, wie man das gerne möchte, aber wir haben da teilweise relativ hohe Zahlen drinnen, was einfach die Absenz von bestimmten Termen und Themen bedeutet. Und genau hier setzen halt die fortgeschrittenen Methoden auch an, dass wir diese Werte etwas besser interpretierbar bekommen.